Name ist Harald Stätzle, ich bin der Leiter vom Technischen Service von Scott Deutschland und wir sind auf der diesjährigen Eurobike 2011 und stellen hier auch die Modelle jetzt für 2012 vor. Ganz neues Bike bei uns im Programm ist das Foil, ein aerodynamisches Rennrad. Das heißt, es wird das Edict ablösen, das bisher eben, sag ich mal, Benchmark war am Markt der Rennräder, eben was Gewicht betroffen hat. Toppen wir das Ganze jetzt dieses Jahr oder für 2012 mit dem neuen Foil. Die Gewichte bleiben annähernd gleich bei dem Bike, nur es ist eine neue Fertigungstechnologie auch entstanden, eben diese IMB-Technologie, wo wir im Grunde genommen das Bike auch sehr aerodynamisch darstellen. Das heißt, die Gabel, der Rahmen, der Hinterbau, Sattelstütze, alles sehr, sehr aerodynamisch gemacht, um eben die Vorteile der Aerodynamik auch für das Rennrad zu nutzen, auf dem normalen Straßenrad, nicht nur im aerodynamischen Bereich wie Triathlon zum Beispiel. Und der Trend geht auch eben sehr viel zur Aerodynamik. Und neu an dem Bike ist eben, wie gesagt, schon die IMP-Fertigungstechnologie. Der Rahmen wird aus einem Stück gefertigt, ähnlich wie ein Monocoque. Es werden keine Klebestellen mehr verwendet, wie beim Edict zum Beispiel oder beim Vorgänger, beim CR1. Wird nichts mehr geklebt, sondern es ist alles aus einem Stück, aus einem Guss des Bike. Und ich denke, man sieht auch sehr schön am Bike schon diese aerodynamischen Formen, was letztendlich wirklich auch den Vorteil für den Fahrer bringt, dass er nicht so stark mehr im Wind steht. Die Züge sind innen verlegt. Es ist auch ein neues Steuersatzkonzept, unten ein Viertel Zoll, full integrated. Das heißt, dass das Industrielager direkt auf der Gabel läuft. Sehr schöner Formabschluss, natürlich auch eben sehr wichtig für die Aerodynamik von dem Bike. Integriertes Sattelklemmsystem, also das heißt, dass die Sattelklemme nicht mehr außen auf dem Rohr sitzt, wie beim herkömmlichen Bike, sondern es ist integriert im Rahmen, dass es hier einen formschönen Abschluss gibt und eben die Aerodynamik begünstigt. Die Sattelstütze ist auch integriert, natürlich auch tropfenförmig gemacht, dass hier der Wind wirklich sehr schön ableiten kann. Und auch im ganzen Übergang von dem Hinterbau ist der Rahmen so gefertigt, dass wirklich der Wind abgewiesen wird. Wir haben hier sehr viel vom Plasma von unserem Triathlonrad und von unserem Timetrailrad einfließen lassen. Auch auf der Eurobike ein brandneues Modell von uns, das neue Spark. Das bieten wir in der 26 Zoll Variante an und auch in der 29er Variante. Ganz neues Konzept auch von dem Bike. Unsere Firma steht natürlich auch immer für Innovation, Technology and Design. Das Spark als Evolutionsstufe von dem alten Spark, auch in der 26 Zoll Variante gab es das alte Spark ja schon länger. Und jetzt neu mit 120 mm Federweg, mit einem neuen Dämpferkonzept auch, neues Hinterbaukonzept auch und auch ähnlich wie bei dem Foil die neue IMP-Technologie. Das heißt, das Vorderteil ist aus einem Guss, aus einem Stück gefertigt und erreichen wir auch wieder sensationelle Gewichte bei mehr Federweg vor allem. Das alte Spark hatte 110 mm Federweg, jetzt bewegen wir uns bei 120 mm Federweg in der 26 Zoll Variante und wie gesagt bei gleichen Gewichten. Der Dämpfer, auch neu, wird jetzt gesteuert über das Twinlock-System, wo jetzt auch zusätzlich die Gabel über einen Traktionsmodus verfügt. Das heißt, wir nehmen mit dem Dämpfer, mit dem Lenkerhebel, mit dem Twinlock-System auch die Gabel zusätzlich mit, die auch über Traktionskontrolle verfügt. Das bietet einfach den Fahrern noch ein besseres Fahrerlebnis und bringt vor allem auch am Vorderrad viel mehr Traktion als beim alten Modell. Das Pendant zu dem 26er Bike ist natürlich ganz neu und auch brandneu bei uns. Ein Innovationsträger, das 29 Zoll Konzept, haben wir letztes Jahr als Scale vorgestellt, als Hardtail-Variante und dieses Jahr eben auch als Full-Suspension-Variante. Hier haben wir 100 mm Federweg, auch mit dem New 2 Dämpfer, auch mit dem Twinlock-System, wo wir auch eben die Gabel dementsprechend mitschalten. Also dieses Bike hat eben in der 29er Variante wird eben von den Testfahrern schon nachgesagt, dass es wirklich richtige Freeride-Eigenschaften hat, da hier die Vorteile von dem 29er, bessere Abrolleigenschaften, viel Sicherheit im Gelände, eben natürlich bei dem Bike noch besser greifen, zumal wir hier auch eben 100 mm Federweg zur Verfügung haben und dementsprechend ist es wirklich ein sehr, sehr sicheres Bike auch zum Fahren, macht natürlich auch super Freude, gerade im Trail und mit unserem einzigartigen Twinlock-System habe ich auch die Möglichkeit eben Traktionsmodus zu fahren oder eben das Bike auf dem Asphalt ganz zu locken, das heißt zu sperren und bin dann in jeder Fahrsituation ideal unterwegs mit dem Bike.
Okay, hier sehen wir auch ein neues Bike auf der Eurobike, was wir neu vorstellen dieses Jahr. Das ist das S-Pack-Bike. S-Pack gibt es schon lange bei uns im Programm. Das ist das klassische Bike für den Hobbyfahrer, für den Einsteiger, für den etwas bequemeren Fahrer, der etwas mehr aufrecht sitzen möchte. Nicht wie gerade gesehen der Racer zum Beispiel. Also hier sitzt der Kunde etwas komfortabler drauf, aber hier greift auch mittlerweile das Thema 29er. Vor allem, weil diese Kunden auch sehr viel auf Schotter, Asphalt unterwegs sind und hier natürlich auch von den besseren Rolleigenschaften von dem 29er profitieren können. Ich denke, man sieht es auch ganz schön im Vergleich eben, das S-Pack. Das hat einen sehr runtergezogenen Rahmen, das heißt einfach ein niedriger Einstieg. Es gibt auch sehr viel Sicherheit für den Kunden. Vorne ist es relativ hoch, das Bike, also es ist quasi fast keine Überhöhung da. Der Kunde sitzt relativ neutral auf dem Bike und ich glaube, im Hintergrund ist es sehr schön zu sehen, der Unterschied auch eben von den Dimensionen von den Reifen. Im Hintergrund steht das 26 Zoll Modell und im Vordergrund steht das 29er Modell, wo wir auch ein sehr, sehr großes Potenzial sehen, eben gerade für die normalen Fahrer, die wo einfach sehr viel auf dem normalen Schotterweg, am Fluss entlang, auf ja, normalen Wald- und Wiesenwegen unterwegs sind. Da ist wirklich das 29er ideal. Bringt einfach sehr viel Sicherheit dem Kunden, sehr gute Abrolleigenschaften, wie schon angesprochen. Und ja, hier denke ich, werden wir auch wirklich eine sehr, sehr große Zielgruppe erreichen mit dem Bike. Okay, gerade angesprochen auch die Vorteile von dem 29er, das S-Pack eben. Wir verwenden das gleiche auch mit dem E-Bike-Antrieb, um einfach noch mehr Komfort zu bieten für den Kunden, der wohl letztendlich wirklich auch sehr bequem fahren möchte und mit Unterstützung unterwegs sein möchte. Ist, glaube ich, auch sehr innovativ und einzigartig an der Eurobike dieses Jahr, vor allem fürs nächste Jahr, eben ein 29er mit E-Antrieb. Wir verwenden hier das bewährte Bosch-System, was wir letztes Jahr auch vorgestellt haben, was sich auch wirklich sehr, sehr gut durchgesetzt hat am Markt und auch vor allem sehr innovativ ist. Hier sprechen wir von einem Pedelec-System auch, also was bis 25 km/h geht und unterstützt und eben auch ideal fürs Gelände, auch fürs leichte Gelände natürlich, bietet die gleichen Vorteile wie vorhin angesprochen bei dem normalen S-Pack 29er. Wie gesagt, hier mit E-Bike-Antrieb, um noch mehr Komfort zu bieten. Wir bieten dieses Bosch-System auch natürlich bei anderen Produkten auch noch an, sei es im normalen Road-Bereich und eben in dem normalen Straßen-, Sportster- und Sub-Bereich auch. Aber wie gesagt, einzigartig und neu, glaube ich, wirklich an der Eurobike, ein Mountainbike-Konzept 29 Hardtail mit Bosch E-Bike-System. Auch bei Scott natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, Protection. Wir sind ja schon seit Jahren tätig im Helmbereich. Auch unser Ursprung liegt ja vor allem auch im Helm, Brille, Stock, Ski zum Beispiel. Wir kommen ja aus dem Wintersportbereich. Deswegen greifen wir auch immer wieder das Thema Protection auf. Haben die letzten Jahre auch schon sehr, sehr erfolgreich Helme im Programm gehabt auch und Protektoren. Jetzt neu auch eben das Neck Brace für die Downhill-Fahrer, eben um denen auch wirklich sehr, sehr viel Sicherheit zu bieten. Hier kommt es ja auch immer wieder zu schweren Unfällen, weil die Jungs natürlich auch richtig schnell unterwegs sind in den Downhill-Parks. Es wird auch immer natürlich immer weiter, immer schneller. Und hier bieten wir zwei Varianten an. Eine klassische Kunststoff-Variante, also aus normalem Kunststoff. Und eine exklusive Downhill-Variante eben aus Carbon. Sehr leicht anzulegen auch das Ganze. Und hinten auch geht es bis in den Nackenbereich rein, bis in den Rückenbereich. Vorne schützt auch zusätzlich noch das Kinn und den Brustbereich zum Teil. Und hier bieten wir einfach auch wirklich sehr, sehr viel Sicherheit, sehr leicht anzulegen. Vor allem auch vom Systemgewicht her super leicht, kaum zu spüren beim Fahren. Aber gibt einfach wirklich unheimlich viel Sicherheit, so ein Teil.